Finale des Hamburger Futsal Final Four in der CU-Halle Neugraben. Die Hamburg Panthers treffen auf den FC Fortis und im Mittelpunkt Panthers-Legende Onur Ulusoy. Aus beruflichen Gründen ist es heute sein Abschiedsspiel. Sondern auch einen sehr guten Freund. Und ja, ich möchte mich im Namen der Mannschaft nochmal bei dir sehr bedanken für die tolle Arbeit, die du geleistet hast. Der FC Fortis in Schwarz, zunächst von links nach rechts, aber Hallenzauber wird den rund 800 Zuschauern anfangs nicht geboten. Das registriert man auch auf der Bank der Panthers. Oder wird hier sogar schon der nächste Spielzug geplant? Der geht dann nämlich richtig fix. Onur Ulusoy bekommt maximal Begleitschutz. 1:0 Hamburg Panthers. Guter Antritt, gute Ballmitnahme und vor allem ein guter Schuss. Und Onur Ulusoy ist es auch, der den nächsten Angriff des deutschen Futsalmeisters einleitet. Der FC Fortis kommt nicht richtig in die Zweikämpfe und wird eiskalt bestraft. Keine Viertelstunde ist gespielt und der Ball zappelt zum zweiten Mal im Netz. Martin Schröder erhöht auf 2:0. Tolles Zusammenspiel mit Sasels Mittelfeldspieler Lukas Wenzel. Die Jungs vom FC Fortis haben sich das sicher ganz anders vorgestellt und die Panthers bekommen jetzt richtig Appetit auf weitere Tore. Ulusoy zeigt, was modernes Pressing ist, klasse Balleroberung und dann drückt Lukas Wenzel den Ball über die Linie. Den Abschluss von Sascha Della Cuesta kann Sebastian Menzel noch parieren. Beim Nachschuss von Lukas Wenzel ist der 28-Jährige aber chancenlos. Die Panthers jetzt wie im Rausch. Vincent Bock mit dem Ballverlust und dann geht es schnell. Mit 4 Ballkontakten lässt Sabor Khalili seinen Gegner stehen und trifft trocken zum 4:0. Der 31-Jährige wird in die Fußstapfen von Ulusoy treten und soll zukünftig die Panthers anführen. Mit solchen Auftritten sollte das allerdings kein Problem werden. Noch aber ist Ulusoy El Kommandante. Der Zehner leitet noch vor der Pause das 5:0 ein und vollendet nach genialem Doppelpass mit Labiat höchstpersönlich. In Berlin aufgewachsen, kickte Ulusoy täglich auf kleinen Bolzplätzen und in engen Käfigen die Basis für seine tolle Übersicht. Kurz vor der Pause passiert dann Erstaunliches. Tor für den FC Fortis und was für eins! Jan Landau mit dem sehenswerten Anschlusstreffer. Außerhalb der Halle kickt der Stürmer für den SV Kurs Lack Neuengamme und auch da zeigt er sich regelmäßig treffsicher. Die Hamburg Panthers sind die bessere Mannschaft, auch in der zweiten Halbzeit. Clevere Körpertäuschung von Schröder und Sascha Della Cuesta trifft im zweiten Versuch zum 6:1. Treffsicher ist der 27-Jährige übrigens auch auf der grünen Wiese. Für den FC Türkei knipste er diese Saison schon 4-mal. Kein langes Abtasten, dafür schnelle Spielzüge. Das ist Futsal. Mit einer souveränen Führung im Rücken werden die Panthers eher zu Kätzchen. Vielleicht die Chance für den FC Fortis. Ali Yasser mit guter Übersicht für Pascal El Nemre. Na also! Kurz darauf 10 Meter auf der anderen Seite. Das ist natürlich Chefsache. Onur Ulusoy versüßt sich seinen Abschied selbst. Ich bin als Mensch gereift, sagte uns der 30-Jährige. Diese Coolness beim Strafstoß ist der beste Beweis dafür. In der 34. Minute wird es dann historisch. Das letzte Tor unter Kapitän Ulusoy erzielt von Mohamed Labiat. Der Widerstand des FC Fortis ist zu dem Zeitpunkt längst gebrochen. So frei darf der Außenstürmer natürlich nicht zum Abschluss kommen. Ein Sieg für den FC Fortis ist nicht mehr drin, aber vielleicht das schönste Tor des Tages.
Der 24-Jährige wird nach dem Abpfiff zum Spieler des Spiels gewählt und dieses Tor diente als starke Bewerbung. Den Schlusspunkt eines wirklich spektakulären Finals leitet Jan Landau ein und vollendet dann auch selbst. Nur noch 4:8. Die Panthers wohl schon in Jubelstimmung. Mehr als Ergebniskosmetik ist dieser Treffer allerdings nicht. Und dann ist es vorbei. Die Hamburg Panthers gewinnen verdient gegen den FC Fortis und werden zum 5. Mal Hamburger Meister. Die Panthers holen sich ihren 11. Titel, verlieren aber ihren Kapitän. Kein anderer hat den deutschen Futsal so geprägt. Wir wünschen alles Gute, Unur Ulusoy.